Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir fahren heute mal zu dem Kunden, bei dem ich mit dem Jonas das Aquarium eingerichtet habe und bringen ihm Fische vorbei. Ich war gestern gerade noch schnell bei Andreas, die Fische abgeholt. So, bin jetzt bei der Zielfischfarm Jung. Andreas, meine Fische, jo, hast du schon? Sascha, grüß dich. Perfekt. Ja, ich lege euch mal ganz kurz hier drauf. Moin. Gut, und weiter geht's. Ciao, danke. Und ja, ich würde sagen, wir fahren da jetzt mal hin, schauen uns an, wie das Becken jetzt aussieht. Es gibt nämlich ein paar kleine Algenprobleme. Gucken, dass wir die beheben können und setzen die Fische ein. Fische, wie gesagt, sind schon hier hinten drin. Die habe ich gestern abgeholt. Ja, wir fahren da jetzt mal hin und schauen mal, was Sache ist. Los geht's. Ah ja, übrigens, falls ihr nicht wisst, was für ein Becken es überhaupt geht, hier seht ihr mal ein paar kleine Einschnitte von Jonas, seinem Kanal und von mir. Das ist das Becken, das wir bei dem Kunden eingerichtet haben. Hey Leute, wir sind heute in Solms in Hessen und ich habe jemanden angeheuert. Angeheuert, genau. Dieses Becken hier kommt weg, also nur das Glas, der Schrank bleibt im Grunde genommen hier. So, das ist das neue Gutstück. Was machst du denn da? Licht. Licht? Ich mache Licht für uns, damit wir schöner filmen können gleich. Ja, genau. Stein? Ja, so ein Schleim. Ich glaube, das treibt auch gar nicht so doll auf. Ne? Nee. Wir sind durch, Sascha. Ja. Hast du gut gemacht. Danke. Gefällt mir sehr. So, da sind wir. Jetzt schauen wir uns erstmal das Becken an. So, ich bin jetzt mal wieder bei dir. Servus, Servus. Sascha, hi. So, ich habe heute deine Fische dabei, aber bevor wir die einsetzen, sag uns doch erstmal, wie sich das Becken entwickelt hat. Ja, also ich bin echt zufrieden. Wir sind jetzt 11 Wochen im Betrieb. Wir hatten danach so ein bisschen Probleme mit dem Licht. Jonas hat es ja auf seinem Kanal oder wird es noch zeigen, was wir da alles geändert haben. Und mit dem neuen Licht läuft das Becken jetzt seit knapp 5 Wochen. Die Pflanzen entwickeln sich mega und wir haben jetzt eher so ein Nährstoffproblem. Das heißt, wir brauchen dringend Fische. Genau, wir sehen nämlich hier unten, habe ich gerade schon drauf gefilmt, ein paar Bart- und Pinselalgen. Sieht schlimmer aus, als es ist. Klar, in der Einlaufphase ist ein Algen eigentlich immer ein Thema, ein kleines oder ein großes Thema. Hier ist es halt ein bisschen extremer jetzt gerade, aber das kriegen wir auf jeden Fall in den Griff. Die Beleuchtung, hast du ja gerade schon gesagt, hat der Jonas ausgetauscht. Ja, zeig uns doch mal gerade, was er da ausgetauscht hat. Ich weiß es nämlich auch nicht. Genau, wir machen einfach mal oben auf. Genau. So, wir haben jetzt hier die 2 neuen Leuchtbalken. Wir werden hier nochmal die Aufnahme ein bisschen ändern. Das sind Alustege, die werden wir ändern in Edelstahl. Mhm. Und ansonsten, wie gesagt, die Details sind alle beim Jonas, aber das Licht läuft mega. Es ist super einfach über die App zu programmieren. Und ja, so die ersten 5 Wochen im Test, ihr seht es, die Pflanzen schieben unfassbar besser als mit dem alten. Von daher zu empfehlen. Ja, wie gesagt, das Thema Licht macht der Jonas bei sich auf dem Kanal. Der Link, falls das Video schon online ist, seht ihr jetzt hier oben oder in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, ja, das Thema Licht überlassen wir auch dem Jonas, ja, ist ja sein Projekt. Und ja, wir schneiden jetzt mal ein bisschen Pflanzen, weil ihr seht ja selbst, der Lotus ist hier ganz schön geschossen. Hier müssen wir auch mal ein bisschen dran, dass wir das mal ein bisschen runter kriegen. Ja, hier vorne den einen Ausläufer machen wir mal weg. Hier kürzen wir mal ein bisschen. Und eventuell schneiden wir den Eleocharis mal so ein bisschen, dass der sich mal Richtung Seitentriebe begibt und nicht hier voll algt. Aber bevor wir das Ganze machen, testen wir erstmal ganz kurz das Wasser. Du hast ja schon Phosphat und Nitrat gemessen, das war nahe Null. Genau. Ne? Wir messen jetzt nochmal den Eisenwert, weil ich befürchte, dass wir so ein bisschen Eisenüberschuss haben oder hatten. Und ja, guck mal, woran das liegt mit den Algen. Und ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal ganz kurz. Pflanzen schneiden, Wasser testen und dann setzen wir die Fische ein. Na, so machen wir das. Gut, los geht's. So, dann schneiden wir erstmal die Pflanzen, würde ich sagen. Brauchst du eine Leiter? Ich glaube, es geht so, oder? So, Kamera. Ton ist noch an. Test, Test, Test. Ja. Okay. Thank you.
besser so rund bleiben. Hier mal wieder die runde Form hergestellt. Hier hinten haben wir ein bisschen was gekürzt. Hier unten ein bisschen was gekürzt. Jetzt probiere ich mal so ein bisschen was hier von der Eleocharis auszudünnen bzw. die Algen ein bisschen zu entfernen. Ich denke mal, das kriegen wir so ein bisschen jedenfalls hin. Gehen wir das mal. Ne, die ist noch nicht so gewurzelt, dass ich es jetzt nicht rausziehe. So ziehst du eher dann die Pflanze raus. Ne? Ja, nee, dann lassen wir das erstmal lieber. Bis das noch ein bisschen angewachsen ist und händeln das lieber mit den Algenfressern. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt die Pflanzen schneiden würde, würde ich einen Großteil wahrscheinlich rausroppen und das wäre eher kontraproduktiv. Wir haben ja Algenfresser dabei, deswegen setzen wir die jetzt erstmal ein und dann schauen wir mal weiter. Das wäre blöd jetzt. Wollen wir erst nochmal durchmessen oder willst du erst einsetzen? Ja, erst messen wir noch. So, also nochmal das Problem. Wenn ich jetzt schneiden würde, ich würde hier einen Großteil der Eleocharis einfach rausreißen. Deswegen lassen wir es jetzt erstmal so, in der Hoffnung, dass die Algen sich jetzt ja, zurückbilden. Wir messen jetzt gleich mal das Wasser durch. Ja, und dann schauen wir mal, wie wir hier weiter agieren. Aber ja, ich würde es erstmal auf jeden Fall so lassen. Also was wir jetzt auf jeden Fall erstmal testen, ist Eisen. Wie gesagt, Phosphat und Nitrat ist bei 0. Wurde schon gemessen. Und dann den Eisentest. Ja. Probieren wir mal. Also Eisen haben wir jetzt mal gemessen, muss zwar 10 Minuten stehen, aber normalerweise, wenn wirklich viel drin ist, dann sieht man das schon direkt. Ich denke mal, dass wir so 0,05 haben, das passt auf jeden Fall. Es ist gut, dass du den Eisendünger jetzt weggelassen hast, weil, also ich nehme stark an, dass das auf jeden Fall der Grund war, warum du hier die Bartenpinselalgen hast. Ansonsten passen die Werte ja, wir müssen es jetzt halt weiter beobachten. Carbonat, ja, hast du gemeint, liegt bei 2, ne? 2, ja. Ja. Das ist eigentlich ideal. Wie gesagt, Anfangsphase oder Einlaufphase ist immer ein Algenproblem. Oder in den meisten Fällen. Aber kein Grund zur Sorge, das kriegen wir auf jeden Fall geregelt. Sobald jetzt die Fische drin sind, sich das Nährstoffgleichgewicht ein bisschen hergestellt hat und die Eleocharis angefangen hat zu wachsen, dann sieht das Becken auch schon nach ein paar Wochen top aus. Jetzt würde ich sagen, lassen wir die Fische nicht länger warten. In der Zwischenzeit, wo der Test noch weiter reagiert, packen die mal nach und nach in den Eimer, gleichen die an. Und ja, setzen die Fische ein. Okay. Jetzt schauen wir erstmal, was du hier alles bekommst. Also wir haben hier einmal Manacapuro Rotrücken. Und dann haben wir hier einmal Panda-Prachtalgenfresser, um dein Algenproblem genau in den Griff zu bekommen. Dann hier noch die Kirschfleck. Die sehen jetzt alle ein bisschen müde aus, weil sie in der dunklen Kiste waren. Du solltest den aber gestern Abend noch vorlesen. Ja, habe ich ja gemacht, habe ich gemacht. Die sind schon auch zufrieden gewesen damit, die haben gut geschlafen. Und hier haben wir die Paota Zinklus Spilosoma. Auch noch ein Schreckfärbung gerade. Ja, die setzen wir jetzt gleich mal ein. Achso, und dann haben wir hier noch spezielle Algencrew gegen deine Bart- und Pinselalgen. Das sind Piano-Schnecken. Gut, dann würde ich sagen, gleichen wir jetzt erstmal die Skalare an, dass die erstmal reinkommen. Ja, das machen wir jetzt erstmal. Du hast gesagt, da gibt es sogar einen Modus bei dir, bei den Lampen. Akklimatisierungsmodus, da geht es nicht zu 50% runter. Und ja, umso dunkler es ist, umso stressfrei ist es halt für die Fische beim Einsetzen auf jeden Fall. Und man kann es auch hier noch schieben, also mal drauf filmen. Ja, das ist ja cool. Wie ihr Fische einsetzt, das wisst ihr, glaube ich. So, die
Karotte zinklos. Die fangen wir jetzt gleich noch aus dem Eimer wieder raus. Packen die noch mit hier rein. Das sind die Piano-Schnecken, die sind hier speziell gegen die Algen. Die setzen wir noch mit an. So Jungs, dann lasst es euch mal schmecken. Und beim nächsten Mal will ich sehen, dass die Algen weg sind. Gut, wir schauen jetzt nochmal nach dem Eisentest. Also Eisen ist nicht mehr wirklich nachweisbar. Das heißt, perfekt so erstmal, keine Düngung mehr. Und ja. So, Fische akklimatisieren sich. Jetzt hier ist die Parodocynclus. Dann hier die Panda-Brachtalgenfresser. Malakapuro Rotrücken. Und die Kirschfleck, die gerade noch ein bisschen in Schreckfärbung sind. Ah, da sieht man schon, guck, der rote Punkt kommt schon durch. Ja, krass. Die Pandas sind dann hinten am Rumtoben. So, Rotrückenskalare haben wir vier Stück, vier schöne Größe. Ich setze eventuell nochmal zwei nach, ne? Mal gucken. Ja, sechs waren ja bestellt, zwei waren nicht da, ne? Genau. Also. Die sehen auf jeden Fall gut aus. Mal die Parodo Zinklos. Ja, ich glaube, die haben Spaß dann hier drin. Gut, dann haben wir jetzt schon mal alle Fische drin. Ich weiß nicht, ob Jonas auch noch mal bei dir vorbeikommt und mal ein Video dreht. Hat er was gesagt? Ich glaube, aktuell jetzt gerade nichts geplant, aber wenn er mal in der Nähe ist, denke ich. Ja. Ich denke mal, bei mir gibt es bestimmt demnächst noch ein Update. Ich werde bestimmt noch vorbeikommen. Spätestens, wenn wir noch mal ein paar Skalare nachsetzen, ne? Ja. Und wenn sich das Algenproblem jetzt hier durch die Algenfresser nicht regeln sollte, dann müssen wir da mal ein bisschen handgreiflich werden. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass das in zwei, drei Wochen dann alles fort ist. Ja, Schnecken kommen auch schon aus den Häusern raus. Gut, du hältst uns auch auf dem Laufenden? Auf jeden Fall, bin sehr zufrieden. Ich glaube, es wird gut. Denke ich auch. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kriegt ihr jetzt noch ein paar Schnittbilder von den Fischen und ich fahre jetzt wieder zurück. Wie gesagt, beim Jonas mal vorbeischauen, da ist das Video mit den Lampen online. Hier haben wir jetzt die Fische eingesetzt und ein Update gibt es dann bestimmt nach ein paar Wochen nochmal. Auf jeden Fall. Gut, in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.